Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger und Bürgerinnen. Es ist höchste Zeit, dass im Pflegebereich etwas passiert. Die Postkarte Personalmangel im Krankenhaus gefährdet Ihre Gesundheit, trifft die Sache auf den Punkt. Wir brauchen dringend mehr Personal in den Krankenhäusern. Und wenn man mit Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern spricht und sie fragt, unter was sie leiden, dann sagen die meisten, ich würde ja gerne die Patientinnen und Patienten gut pflegen, aber ich schaffe das überhaupt nicht, wenn dann eine Pflegekraft 30 Leute in der Nachtschicht betreuen muss. Oder wenn man sagt, kannst du denn diese Arbeit bis zum Rentenalter machen und es gesund erleben? Dann findet man keine einzige Krankenpflegerin, die diese Frage mit Ja beantwortet. Ich finde aber, Arbeitsbedingungen müssen so sein, dass man gesund bis zur Rente arbeiten kann und nicht krank wird durch die Arbeit. Oder wenn man sagt, unter was leiden denn die Patientinnen und Patienten am meisten? Dann leiden sie am meisten unter mangelnder persönlicher Zuwendung. Und das sagen auch die Pflegekräfte. Ich habe gar nicht die Gelegenheit, mich den Patienten und Patienten so zuzuwenden, wie das nötig wäre. Man weiß aber aus vielen Untersuchungen, dass nicht die technische Versorgung die Hauptsache ist, sondern dass für die Frage der Gesundung die menschliche Zuwendung der entscheidende Faktor ist. Und dass man sogar weiß, wenn die menschliche Zuwendung fehlt, dann sterben die Menschen früher. Und ich finde, wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir können es uns leisten, dass die Menschen nicht wegen mangelnder Versorgung früher sterben müssen oder nicht gesund aus den Krankenhäusern entlassen werden. Und in der Tat gibt es ja Länder, die machen uns vor, wie es besser geht. Bei uns muss eine Pflegekraft 10 Patientinnen und Patienten im Durchschnitt betreuen. In Norwegen 3,8, in der Schweiz 5, in Niederlanden 6 und selbst in Großbritannien, wo ja viel zusammengestrichen wurde, ist 1:8. Wir haben also unter den reichsten Industrieländern die schlechteste Relation zwischen Pflegekräften und Patientinnen und Patienten. Und in der Tat, es fehlen 100.000 Pflegekräfte und diese müssen schnellstens eingestellt werden, damit es vernünftige Zustände in den Krankenhäusern gibt. Es fehlt aber nicht nur an Pflegekräften, sondern insgesamt fehlen 162.000 Stellen in den Krankenhäusern. Auch da muss dringend nachgebessert werden. Und gestattet mir auch noch eines. Was mich ärgert, ohne Ende ärgert, ist, warum in Deutschland Menschen, die in sozialen oder pflegerischen Berufen sind, so schlecht bezahlt werden. Nirgendwo ist der Unterschied zwischen industrieller Arbeit in der Bezahlung und sozialer Arbeit so groß wie bei uns. Jemand, der bei uns soziale Arbeit macht, verdient im Durchschnitt 10.000 Euro, sind fast 1.000 Euro im Monat weniger als jemand, der in der Industrie arbeitet. Wir leisten uns sogar den Luxus, dass Menschen, denen wir unser Geld anvertrauen, deutlich besser bezahlt werden als die Menschen, denen wir unsere Kinder, unsere Kranken und unsere Alten anvertrauen. Ich finde, in einem Land, das ich sozial nennen will, müsste es genau umgekehrt sein. Diese Arbeit muss deutlich besser bezahlt werden. Und wir haben ja jetzt diese absurde Debatte, Vergleich Frankreich, wo dringend Reformen gemacht werden sollen, damit meinen Sie immer Agenda 2010 und bei uns. Bei uns waren mal die Investitionen ins Öffentliche rund 4% des Bruttosozialproduktes. So hoch sind sie ungefähr jetzt in Frankreich. Jetzt sind diese Investitionen auf 2% heruntergeschraubt worden. Wir geben also extrem wenig Geld aus, um in die Bereiche Erziehung, Gesundheit, Pflege zu investieren. Weil die Logik dieses Finanzkapitalismus die letzten 20 Jahre die war,
Anhäufung von privatem Reichtum, unermesslichem privaten Reichtum in wenigen Händen bei gleichzeitiger öffentlicher Armut. Ich finde aber, es muss genau umgekehrt sein. Wir müssen den öffentlichen Reichtum und den öffentlichen Wohlstand pflegen, weil das macht die Lebensqualität für die Menschen aus. Und dazu gehört ein ordentliches Gesundheitssystem. Und man hat in die Krankenhäuser in dieser Logik alles Profit und Wettbewerb unterzuordnen, hat man nicht nur gespart, sondern man hat auch Wettbewerbsmechanismen in die Krankenhäuser eingeführt, mit Fallpauschalen, mit der Logik, dass man Menschen nicht mehr gesund machen kann oder gesund pflegt, sondern dass sie ein Fall sind, der zum Beispiel so und so viel Geld einbringt. Und da müssen wir auch noch mal deutlich machen, nach unserer Logik haben Profit und Wettbewerb in den Krankenhäusern nichts verloren. Ich will nicht, dass mein Kind wettbewerbsorientiert erzogen oder dass Kranke und Alte profitorientiert gepflegt werden. Diese Bereiche müssen nach Bedarf organisiert werden. Und das ist dringend notwendig. Und lasst mich noch mal was ansprechen. Dieser ganzen Logik, alles nach Wettbewerb zu machen, unter dieser Logik leiden Beschäftigte und Patienten gleichermaßen. Hier sind Kollegen von CFM da, von einer ausgegliederten Bereiches der Charité. Und auch das sei ja die Logik, dass man im öffentlichen Sektor immer mehr Beschäftigte aus den Krankenhäusern ausgegliedert hat. Die Kantinen, die Wäschereien, die Pforten, viele Bereiche hat man praktisch gesagt, die gehören eigentlich nicht mehr zum Kerngeschäft des Krankenhauses. Welche absurde Logik. Im Übrigen absurd auch, wenn es eine linke oder links beteiligte Regierung gemacht hat. Ich hoffe, dass das nicht mehr passiert. Also diese Logik kann ich nicht nachvollziehen. Alle gehören zum Krankenhaus und ohne Reinigungskräfte, man sieht im Übrigen, die Ausgliederung der Reinigungskräfte hat die Keime befördert in den Krankenhäusern, unter denen viele leiden. Die Reinigungskräfte, ohne die Wäschereien, ohne die Kantinen, ohne viele andere Bereiche, funktioniert eben kein Krankenhaus. Und es ist unerhört, dass auf Kosten dieser Kolleginnen und Kollegen gespart wird. Deswegen müssen diese Bereiche wieder zurückgegliedert werden. Und die müssen nach den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes bezahlt werden. Und dazu gehört im Übrigen auch, dass ja immer mehr Menschen unter Altersarmut leiden. Aber die Ausgliederung bedeutet nicht nur, dass die weniger Geld kriegen, sondern dass die auch aus der öffentlichen Zusatzversorgung rausfallen und neben praktisch den geringeren Löhnen auch später in die Altersarmut fallen. Und ich finde, so etwas dürfen öffentliche Arbeitgeber grundsätzlich nicht tun. Sie müssen im Gegenteil Vorbild sein. Und wir wissen alle, die Auseinandersetzung wird nicht einfach. Ich begrüße es sehr, dass Verdi einen Kampf um eine tarifliche Personalbemessung führt. Es ist höchste Zeit, dass in den Krankenhäusern offensiv gestreikt wird, dass offensiv Aktionen gemacht wird, weil ohne Streiks und ohne Aktionen wird es niemals eine Verbesserung geben. Aber es ist unsere Aufgabe, auch als Linken zu sagen, wir brauchen eine gesetzliche Personalbemessung in den Krankenhäusern. Es muss für alle Krankenhäuser gesetzlich geregelt werden, dass so und so viele Beschäftigte auf so und so viele Patientinnen und Patienten kommen. Und der Maßstab muss sein, dass ich diese Arbeit befriedigend machen kann, die Patienten ordentlich pflegen kann und das in der tariflichen Arbeitszeit und nicht von vornherein eingerechnet wird, dass man seinen freien Tag nicht nehmen kann, dass man Überstunden machen kann, dass man nicht aus dem Betrieb rauskommt. Und das muss dringend gesetzlich geregelt werden. Deswegen stehen wir heute vor dem Gesundheitsministerium, weil die gucken ja auch schon jahrelang zu, wie die Misere in den Krankenhäusern immer größer wird. Und wir wissen alle, neben vielen Initiativen, die wir im Parlament machen, es sind auch einige Bundestagsabgeordnete hier, neben vielen Initiativen,
die wir in den Gemeinderäten machen, müssen wir auf die Straße gehen und den Druck erhöhen für eine tarifliche Personalbemessung und für eine gesetzliche Personalbemessung. 100.000 Pflegekräfte mehr in den Krankenhäusern, und zwar nicht irgendwann in zig Jahren, sondern jetzt ist die Parole. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.